Mann. Okay. Heute lösen wir ein sehr, sehr großes Problem im Bastelsaal. Nachdem wir schon mit unserer French Gliedwand die meisten großen Probleme gelöst haben, indem das ein bisschen mehr Ordnung herrscht, müssen wir heute die ganzen Kleinigkeiten lösen. Zum Beispiel dieses Problem. Auch vielleicht noch dieses Problem. Meinst du das Staubproblem? Das Staubproblem lösen wir einmal. Okay. Heute lösen wir das Schraubenproblem und die Tatsache, dass wir 100.000 verschiedene Schrauben in noch viel mehr verschiedenen Schraubenkisten haben, in diesen beiden Plastikkisten hier. Und immer die geilsten Schraubenaufbewahrungsmöglichkeiten sind eh noch Tüten. Ja, richtig schlau. Da kommen solche Ideen. Ist praktisch. Man kann es oben durch ein Loch wieder reinschieben. Das ist auch nicht schlecht. Das ist geil. Das ist ein super großes Chaos und man findet nichts. Und niemand weiß auch eigentlich, wie viele Kisten, wie viele Schrauben wir noch haben. Und was für Schrauben wir noch haben. Ja. Und vor allem, wie viele Kabelbinder wir noch haben. Ja, und ich habe dafür vor 2 Jahren schon bei Alexander Chapelle, der hat so einen super coolen Schraubenschrank gebaut, mit so kleinen Schraubenorganisierkistchen. Ich hole mal eins. Boxen. Also, ich habe die schon mal alle gedruckt vor ein paar Jahren. Und das sind dann so kleine Kistchen. Und die können wir dann in so Schubladen reinstellen. Schön beschriften. Und dann können wir alle Kleinteile, die wir hier haben, und auch Werkzeug, zum Beispiel Netzwerkzange, eine Krimpzange oder sowas, einigermaßen gruppiert versorgen. Und wenn wir irgendeine Schraube holen, dann müssen wir nicht immer den ganzen Schraubenset mitnehmen, sondern nur eine Kiste und können die irgendwo hinstellen und irgendwas reintun. Wir haben gerade schon alles gesägt dafür. Das ganze Holz müsste schon die korrekten Maße haben. Wir haben schon vorgebohrt. Könnte die korrekten Maße haben. Okay, ich würde gerne mit dir kurz, lieber Dani, das Video durchgehen von dem Kollegen, dass wir so einen groben Plan haben. Gefühlt ist aber der erste Schritt, dass wir die Schubladen alle bauen. Mhm. Habe ich so ein Gefühl, weiß nicht, wie ich darauf komme. Können wir jetzt einfach in 2 Seiten, vorne, hinten, das so drum rumlegen. Irgendwie, und dann wird das einfach reingeballert. So ein paar, falsch gedreht. Und dann ballern wir da ein paar Nägel rein und ein bisschen Leim. Und das machen wir einfach 18 Mal und dann haben wir die Schubladen schon mal fertig. Okay, dann baut er die Blenden. Dafür habe ich auch schon die Schablone gemacht. Das sind unsere Blenden, die sind nicht schwarz. Vielleicht tun wir die mal irgendwann noch anmalen, aber nicht jetzt. Genau, das ist eine Bohrschablone. Die passt dann hier so drauf und das passt dann auf die Oberfräse. Und dann kann man hier theoretisch so ein Loch fräsen, was dann wiederum theoretisch für einen dieser Griffe passt. Das wird dann verklebt mit Industriekleber. Habe ich schon gekauft. Jedenfalls werden wir hinten in den Schrank rein noch ein paar Ziegelsteine Toskana kleben. Warum Toskana? Mit Industriekleber auch. Mit Industriekleber. Warum Toskana? Ich habe einfach die waren im Baumarkt einfach näher an dem Ort, wo ich war. Dann habe ich die einfach genommen. Das wird rausgeschnitten. Okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt Schubladen. 18 Stück mit der Nagelpistole. Bam. That's very dangerous. No energy. No energy. Okay, dann machen wir es jetzt einmal langsam und danach können wir ein bisschen Fahrt aufnehmen, oder? Mit jedem Mal. Warum tun wir das gerade? Das hat auch so gemacht im Video. Also, aber. Aber da fehlt der Leim. Also, man macht ja erst den. Also. Lass mich auf den Leim geben gerade. Ich kann unter Druck nicht arbeiten, schau nicht so. Zu viel. Like too much. Mit dem Finger am Ende da. Hast du eine Hose zum Abschmieren dabei? No. Ich glaube, man nennt das Liebe. Hier ist der Daniel und ich bin im Bastelsaal. So, das noch 18 Mal, 17 Mal. Hier geht noch ein bisschen mehr. Okay.
sagen, es läuft, oder? Es lief so gut bis gerade. Also, nicht vergessen, dass wir hier auch noch die Seiten nageln müssen. Und genau in der Mitte trifft. Oh, sorry. Chill mal. Alter, das geht voll ab. Der Thomas vergisst gerne die Seiten. Ich hab mal Lust, den Nagel zu schießen irgendwie. Was soll machen? Ich hab das schon mal gemacht. War das gut? Ich war dann 2 Jahre eingesperrt. Kato. Ich kann das mal festmachen. Was tue ich? Du bist jetzt der Leimverschmierer. Mit Finger? Darf ich das Zunge, Zunge, aus Zunge. Nase nehmen? Hey Dani, du musst noch unseren neuen Gast vorstellen. Kennst du meinen Namen, oder? Die allererste, zweite Frau im Basketball-Studio. Nee, dritte ist noch Lea. Drei, zwei, eins. Okay. Hoppa! Ah! Hey, lustig, das ist nicht lustig. Hast du hier einen Erste-Hilfe-Koffer? Was brauchen wir noch? Was schon? Der hört einem nicht zu. Echt? Krack, krack, krack. Der Kopf war auf. Wir haben 18 Schubladen gemacht. Perfekt, oder? Danke Gina, danke Dani fürs Mithelfen. Mhm. Wie war's für dich? Super, sehr schön. Der nächste Schritt ist jetzt, wir haben noch Paul und Caro als Mithelfer bekommen. Hi. Dass wir die Schubladen abschleifen und mit wir meine ich Paul und Caro. Und wir kümmern uns darum, den Schrank zusammenzubauen. Dazu müssen wir noch Flachdübel an die Seiten fräsen. Das haben wir vorhin schon gemacht bei diesem Stück Brett. Lass loslegen. Okay. Das Bild ist verkehrt. Eins. Das ist zu kurz. Einfach. Wir werden jetzt diesen Schrank zusammenbauen. Das machen wir am besten zu fünft, weil das sind viele, viele Teile. Wir leimen die Seiten ein und danach schrauben wir direkt Schrauben durch. Und dann ist es eigentlich schon wieder fertig. Gibt es Fragen? Nee, ich wollte nur kurz sagen, wie hyped ich gerade bin, dass wir das jetzt machen. Los! Geil! Ja! Auf geht's! Bewegst du dich so? Das geht nicht. Ich bin vor. Das wird dann der letzte Schritt sein, das nochmal auszurichten. Wieso nicht dahinter? Gut, der Schrank steht, der Korpus steht, Dani steht noch. Nee, ich stehe auch noch. Wir werden noch versuchen, die Griffbretter. Die Griffbretter zu fräsen. Und dazu habe ich, das brauchen wir als Teststück, dazu habe ich vor Jahren schon diese Schablone vorbereitet. Das ist diese und diesen Oberfräsenadapter gedruckt. Darf man hier am Handy sein während den Aufnahmen? Klar. Cool, danke. Kostet 20 Euro Strafe. Wie bitte? Kostet 20 Euro Strafe. Mhm. Und witzig. Was ergibt? 38 geteilt durch 2. Antwort lautet 19. Danke. Kann nicht mehr schief gehen.
Was tun wir denn jetzt? Ich finde, wir waren echt gut darin, uns Vorrichtungen zu bauen. Ja, Vorrichtungen sind wichtig. Wisst ihr, wo ich das gelernt habe? Vom YouTuber Let's Bastel. Kennt ihr den? Nee. Kennt ihr den nicht? Nee. Oh, dann, die Vorrichtung habe ich gebaut. Ja. Wir sind fertig für heute. Der nächste Schritt ist Schrauben kaufen. Für die Schienen? Die Schienen festmachen, dann die Schubladen einbauen und die Blenden festmachen und die Griffe verkleben. Das mache ich alles morgen. Mhm, alles dabei von euch? Ich kann morgen nicht. Gut. Und? Ich habe was? Gehen wir jetzt los, oder? Feierabend. Schön mit Ö. Oh. Cut. So, ich bin wieder im Bastelsaal. Ich habe Schrauben gekauft. Die gute Nachricht, es sind 105 von 108 Schrauben. Das heißt, nur 3 fehlen. So sehen die aus. Die passen sogar ganz genau hier rein. Ich habe es nicht abgemessen. Ich habe einfach welche gekauft. Ich habe noch ein paar Backup-Pläne. Falls irgendwas nicht passt, habe ich solche M5-Schrauben gekauft. Also, mein nächster Schritt ist jetzt, erstmal diese ganzen Schienen irgendwie zu sortieren. Es gibt ja links und rechts. Alles klar, ich werde berichten, wenn es was zu berichten gibt. Viel Spaß beim Zuschauen. So, die Räder sind fest. Ich ziehe sie nochmal kurz von Hand nach, damit es nicht durchdreht. So. Und jetzt schraube ich hier einfach ganz, ganz viele Schubladenschienen rein. Jetzt kommt die linke Seite. So. Das ist die erste Schublade. Scheint zu funktionieren. Geil. Ich mache jetzt noch schnell alle Schienen an alle Schubladen, räumen wir nach und nach ein. Ich werde dann noch schnell die Steine da hinten reinkleben, als Gegengewicht, dass es nicht kippt. Und zu guter Letzt diese Griffe hier reinkleben. Ja, und so. Okay, wo ist der letzte Griff? Das kann das wieder nicht sein, ey. So, ich bin wieder im Saal. Ich habe diesen letzten Griff endlich gedruckt. Den machen wir jetzt ran und danach werden wir alle Schrauben einräumen, alle Kisten versorgen. Viel Spaß bei der letzten Runde. Auf geht's! So, Freunde, der Schrank ist eingeräumt. Endlich, hat 4 Tage gedauert. Und all dieser Kram hier, diese ganzen verschiedenen großen, sperrigen Aufbewahrungsboxen,
und diese hier aus Papier sind jetzt alle in diesem Schrank drin. Kabelbinder, Holzzeug. Hier ist noch Platz. Irgendwelche Haken. Ja, Dübel. Und ganz wichtig, Sticker. 4 Schubladen voll, Bastelsalzsticker. Noch mehr Sticker. Und hier drüben kommen die Schrauben. Fängt an bei kleinen Schrauben mit irgendwelchen Tackernadeln. Geht weiter bei M4-Schrauben. M5-Schrauben. M6 und diverses Zeug. Jetzt werden die Schrauben noch größer. Das sind zum Beispiel die Schrauben, mit denen wir unsere Werkbänke gebaut haben. Und dann kommen die kleinen M-Schrauben, Feingewinde, M3, M4, M5 und 6 und zu guter Letzt diverse Muttern und Unterlegscheiben. Und ja, das Coolste ist jetzt, wenn ich irgendwas baue, kann ich einfach aufmachen, suche mir die Schraube raus, die ich brauche, nehme die Kiste raus, stell sie irgendwo hin und muss nicht immer Schrauben mitschleppen, die ich gar nicht brauche. Und durch die einheitliche Größe kann man das alles schön im Schrank sortieren. Der Schrank ist noch nicht final. Ich denke, es wird sich über die nächsten Wochen und Monate noch ein bisschen was ergeben, wie wir ihn umräumen werden. Das wird sich aber zeigen beim Benutzen dann. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar, wie euch der Schrank gefällt. Und ja, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke. Vielen Dank. Bis dann.